Nee, 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 das machen wir noch mal anders. So, was mache ich mit euch jetzt? Au! Boah, schnell, scheiße. Schlechte Idee, ich mache wieder diesen hier. Und diesen hier und tschüss. Schwach. Oh Mann, die lernt's nicht hier, ne? Wie von euch Typen muss ich denn noch erledigen? So langsam wird's langweilig. Lernt man ein paar neue Tricks. Die wird natürlich so absorbiert. Aber auch nicht hier mein Swap. Nein! Nein, du blöde Kuh! Renn doch mal weg, ey! Nein, sie ist nicht gestorben. Wieder zurück. Den ganzen Spiel nur am Wegrennen und... Die Halle des Wissens. Du willst mich wohl verarschen, Mädel. Nun gut, lass uns einen Ausweg suchen. So, hier ein bisschen Platz schaffen, lesen können wir später noch. Alter! Blinde Hunde, ey! Hallo, Schwert raus? Oh. Ah, der wird hart. Ich hab hier grad. Oh, ich hab hier gerade kaum noch einen Durchblick. Ey Leute, kommt mal klar mit eurem Leben. So, 2 gegen 1. Wie unhöflich. Alter! Moment mal, so kann man das doch nicht lassen hier. So. Und du, tschüss. Hilfe! Jop, Hilfe ist unterwegs. Du lässt doch die Dame in Ruhe. Tschüss. Du sagst auch tschüss. Du sagst hallo zum Dolch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhiger, weil ich jetzt hier aufpassen muss, dass die mir nicht wieder krepiert. Oder dass ich krepier. Sieht aber im Moment ganz gut aus. Du sollst die Dame in Ruhe lassen, habe ich gesagt. Merkt ihr euch das denn nie? Na, sag mal. Hier sind ja Tausende hier, das gibt's ja nicht.
Na, jetzt aber. Hör auf, meine Freundin zu hauen. Mann, da, das hast du davon. Wow, 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 wow. Ich hoffe, das macht nicht auch so krrrk in der Aufnahme, weil das ist ja wirklich greislich. Puh, erstmal eine Sekunde hier stehen bleiben, mal kurz aufspannen. Puh, das war ja jetzt ein Epic Fight, ey. Ja, alles klar. Gut. So, Füße angucken, alle dran. Und mal drehen, jawohl. Ah. Ja, die Schulter hier. Mann, Mann, Mann. Ah, ich brauche einen Masseur. So. Gut, dann mal wieder ein Schlückchen vom Brunnen. Und ja, jetzt da ist ein seltsames Symbol an der Säule. Was das wohl bedeutet? Hm, keine Ahnung. Ich gehe auf jeden Fall erstmal hier in die Wolke. So. Okay, wir müssen hier ziemlich viel mit Spiegeln und Licht arbeiten. 65% bei 3 Stunden, ne? Und 2 Minuten. Gut. Fehlen nur noch 30% und dann haben wir das Spiel auch schon durch. Das ist ja hier wirklich nicht schlecht. 1 Stunde 22 nehme ich bereits auf, ja. Das ist so nicht übel, so sprach der Herr Dübel und verschwand in der Wand. Was? So sieht sie so aus, als ob sie gleich einstürzt. Ja, was du nicht sagst. So, Spiegel. Wir brauchen eine Lichtquelle. Moment, wir haben doch hier genau. Hier haben wir noch einen Spiegel. So, bitte mal kurz weg und auf die Augen aufpassen. Hier kommt grelles Licht zum Einsatz. So, aha, gut. Das Licht schießt hier rüber. Auf den Spiegel. Und da haben wir auch wieder einen Spalt in der Wand. Da ist ein Spalt. Ich gehe. Ja, mach das. So. Sie sagte Geliebte. Ich habe es nicht geträumt. Zumindest glaube ich das. Das ist ganz natürlich. Ihr Königreich wurde unterworfen. Sie hat nichts mehr, niemanden, der sie beschützt. Sie braucht mich. Ich kann es in den Augen sehen. Alles, was ich tun muss, ist, ihre Hand zu nehmen. Und sie ist mein. Warum rede ich eigentlich mit mir selbst? Bin hier oben. Schön. So, jetzt wir gucken mal jetzt hier, wenn wir hier das Licht drauf leuchten, dann leuchtet das und da wird ein Mechanismus aktiviert. Geschafft. Das wird geschlossen, bündelt einen Lichtstrahl hier runter auf den Spiegel, okay. Und da, was haben wir denn da Schönes? Ui, 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 ui. Was haben wir denn da? Hallo? Ui, ein Schwert. Ohohoho, da freue ich mich so. Da mache ich doch gerade Freudensprünge. Okay, schnell. Zack, zack, hier. Alles machen, damit wir ein Schwert kommen. Moment. Darüber müssen wir. Nein, nicht runter. Nicht, du sollst nicht runterfallen. So. Gut. Tja, dann würde ich mal sagen,
reden, ein bisschen was erzählen. Was könnte ich Ihnen erzählen? Wie ist denn das Wetter heute bei euch so? Ja, egal, stimmt etwas nicht. Ach ja, was stimmt damit nicht? Ah. Seht, es ist das gleiche Symbol wie auf der Säule. Bleibt dort, ich komme zu euch. So, was ich hier noch nicht immer in Bibliotheken versteckt, ne? Das ist schon wirklich so ein Ding. Geheimräume in der Bücherregalen, alles. Ich meine, wer ist eigentlich da drauf gekommen? Das muss ja irgendjemand mal. Irgendjemand muss doch mal eine Idee gehabt haben, in den Film oder so einzubauen. Ja, in Bibliotheken sind immer Geheimräume und so versteckt. Da muss doch mal irgendeiner drauf gekommen sein irgendwann. Frag mich, wer das war. Ja. Wow, hier geht gerade wieder alles in die Brüche. Nein. Bösen Fledermäuse, böse Fledermäuse. Weg. Verzischt euch. So. Na. Oh, hier bekommen wir nochmal Special Energie. Das ist sehr schön. Wir nähern uns ja immer weiter dem Ende. Naja, keine Angst. Der dritte und der zweite und dritte Teil werden länger gehen. Da werde ich ein bisschen länger dran sitzen. Wo ich mich auch schon richtig drauf freue. Und, ja. Ich habe ja mal eine Zeit lang versprochen gehabt, Super Mario zu machen, aber ganz ehrlich, ich habe einfach keinen Bock mehr auf. Ja, danke schön. Aua. Oh. Na, sag mal. Gut, dann warte ich halt eben, so. Mann. Ja nicht. Ach, das sind die Dinger, wo da so rumstauben. Oh, super. Wo kommt das Glühen her? Ja, das sind immer solche Dinge, die man sich fragt. Wo kommt das Glühen her? Mystisch. Mystisch. So. Da. Hoppale. Da hinten haben wir so einen nach unten Strahl, also der, wo der Lichtstrahl nach unten bündelt. Den brauchen wir jetzt. Na, was ist denn heute wieder los? Hallo. Dankeschön. Ja. Also, wie gesagt, ich habe zurzeit überhaupt gar keinen Bock auf Nintendo-Spiele. Und ich weiß nicht, ich könnte es jetzt spielen, würde ich allerdings so drin sitzen. Hallo, willkommen, da hier, Super Mario. Wow, heute fangen wir mal an mit einem Let's Play. Na, das ist halt dann auch nichts. Also wenn, dann möchte ich schon mit Lust und Elan an die Sache gehen. So, und hier habe ich jetzt, wie gesagt, Lust drauf und hier bin ich auch voll dabei, voll konzentriert. Hört euch das an! Was vermag die Vernunft im Vergleich zur Liebe?